Hallo, wir sind in der Volkshochschule hier in Dülmen, der Bildungsecke der Bundeszentrale für politische Bildung. Frau Dohm, die Leiterin, ist bei uns. Schön, dass wir da sein dürfen. Mit neuem Material für die Bildungsecke. Corona ist für Sie sicherlich auch schwierig. Was sind die Herausforderungen für Volkshochschularbeit und politische Bildung in Corona-Zeiten? Corona stellt uns komplett neu auf. Also wir müssen politische Bildung komplett neu denken im Moment, weil wir natürlich unsere alten Formate gar nicht umsetzen können, die Leute so nicht erreichen. Aber weil wir jetzt eben auch merken durch die Corona-Situation, was alles in der Gesellschaft tatsächlich angesprochen werden muss. Die Reaktion ist ja schon vielfältig, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft. Und da entwickeln sich für uns ganz schön viele neue Themen, wo wir merken, da müssen wir nacharbeiten in der politischen Bildung, da müssen wir was tun. Haben Sie auch den Eindruck, dass der Respekt vor der Meinung des anderen, der Debattenton so ein bisschen unter die Räder kommt in dieser Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles so verkürzt, hat man das Gefühl. Also jeder reagiert immer sehr schnell und sehr kurz, mit wenig Inhalt. Und ich glaube, man merkt, dass wenig Raum dafür ist, sich mal wirklich fundiert über die Themen auseinanderzusetzen. Was macht die Volkshochschule, um die Menschen wieder an den Gesprächstisch zu holen? Und wie kann auch eine Bundeszentrale mit ihren Publikationen helfen auf diesem Weg? Wir stellen fest, dass wir tatsächlich uns neue Wege überlegen müssen gerade. Wir haben ja viel in der politischen Bildung mit Vorträgen gearbeitet, mit auch schon mal Podiumsdiskussionen, aber wenig mit dem tatsächlichen Gespräch mit den Teilnehmern, mit den Leuten, die hierher kommen. Und da, glaube ich, sind wir als Volkshochschule jetzt gefordert, da wieder neue Foren anzubieten, wo die Leute auch wirklich miteinander ins Gespräch kommen können und in Ruhe miteinander über die Themen reden können. Und gerade jetzt im Moment, weil wir einfach finden, das brennt jetzt das Thema. Wir müssen da jetzt schon anfangen, drüber zu reden. Wir können die Leute aber nicht hier einladen, weil wir die natürlich nicht zusammensetzen wollen. Deswegen haben wir uns jetzt gerade überlegt, ein schriftliches Angebot zu entwickeln, wo es aber nicht darum geht, kurze Texte schnell zu verfassen, wie man das in den sozialen Medien auch machen würde, also 160 Zeilen und gut ist, sondern wir möchten, dass die Leute sich wirklich in Ruhe Gedanken machen, was macht Corona gerade mit mir, und in einem längeren Blogbeitrag dazu was schreiben. Und wir hoffen, dass wir da ein Stimmungsbild einsammeln können über die nächsten 3-4 Monate, was ein bisschen differenzierter ist und vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger ist. Und wie wir dann da nachher drauf aufbauen, das müssen wir letztlich sehen. Aber ich glaube, dass das schon mal eine gute Grundlage ist, dass die Leute auch erstmal selber sich die Zeit nehmen, sich da mal ein bisschen langsamer mit auseinanderzusetzen. Also gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt es nicht ohne Zuhören und ohne Respekt voreinander. Ganz und da genau. Müssen wir wieder hin. Ganz genau, das ist genau der Punkt. Und das, das müssen wir erstmal wieder entwickeln und das müssen wir den Leuten erstmal auch wieder zeigen, dass das auch tatsächlich auch funktioniert und dass das wahrscheinlich der bessere Weg ist, als das, was im Moment passiert. Ja, schön, dass wir mit solchen Projekten auch gemeinsam daran arbeiten. Absolut, genau, so ist es. Dankeschön.